Guten Abend. Ich stelle mich mal erst vor. Ich bin Luise Hompe. Ich bin Juri seit 1985 und bin auch 15 Jahre Inspektor gewesen. Jetzt ist es Zeit für die nächste Generation, aber ich bleibe noch aktiv für das Stammbuch. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt die Deutschsprachigen hoffentlich glücklich machen mit diesem deutschen Online-Lehrgang. Beurteilen des friesischen Pferd, sodass sie begreifen, was gewünscht ist, wenn du dein Pferd vorstellst zum Beeintragen des Stammbuches. Da steht es, das friesische Pferd. Stolz, stark, intelligent, ein wenig erhaben. Als ob sich der Jahrhunderte bewusst wäre, die seine Vorfahren geprägt haben. Als ob es sich des Platzes bewusst wäre, den es in so vielen Herzen einnimmt. Die Lernziele von dem Lehrgang. Kenntnisse über Zuchtziel und Körungssystem des KFBS, das Exterieur und die Bewegungen des Friesenpferdes und diese mit Hilfe der richtigen Terminologie systematisch beurteilen und bewerten. Grundkenntnisse bewerten des Friesenpferdes anhand des Linearscores, Friesenpferde in der Reihenfolge ihre Qualität platzieren und diese Wahl begründen. Die Kursgestaltung, das geht über ein Theorieteil und ein praktisches Teil. Jetzt geht es über die Theorie. Es gibt 7 Modulen. Kursbuch Beurteilen des Friesenpferdes kann man dann bestellen und da steht alles sehr ausgebreit in. Dann fangen wir an mit Modul 1. Einführung in der Kurs, Reihenfolge der Begutachtung, KFBS Zuchtziel, Grundkenntnisse der Anatomie, Exterieur, Beurteilung des Rassentyps. Modul 2 ist Exterieur, das Gebäude. Modul 3 ist Exterieur Beurteilung des Beinwerks und Beinwerkmängel. Modul 4 Beurteilung der Bewegung. Modul 5 Noten, Primierungen und Prädikate. Modul 6 Beurteilung von Fohlen. Und Modul 7 Lineäre Bewertung. Und zum Lesen, das ist natürlich in das Buch, das kann man dann kaufen. Eignungsprüfungen IBOP und ABFP. Charakter und Genetik und erbliche Abweichungen. Jetzt fangen wir an mit, warum beurteilen wir eigentlich? Natürlich Verbesserung der Rasse, Engagement steigern, Bestimmung der Qualität für den Handel, Bestimmung der Qualität für den Einsatz und Auswahl am Hengsten. Das Zuchtziel des KFBS. Das hat sich neulich geändert, ein bisschen gewechselt. Jede 5 à 10 Jahre wird das natürlich mit modernen Auffassungen wieder geändert. Und jetzt ist Gesundheit und Vitalität Nummer 1 von unserem Zuchtziel. Und natürlich ist das sehr wichtig für alle Mitglieder. Dann am zweiten ist Exterieur, dass wir die Rassenmerkmale behalten, ein funktionelles Exterieur und Bau- und Beinwerk. Und dann haben wir Sportanlage und Charakter. So, die 4 Punkte, die sind wichtig für das Zuchtziel und jetzt Gesundheit an Nummer 1. Was möchten wir gerne sehen? Ein gesund und vital Gebrauchspferd, das funktional gebaut ist, mit den friesischen Rassenmerkmalen, die nötigen Anlagen besitzt, um sich im Sport zu präsentieren, einen zuverlässigen Charakter besitzt und gerne mitarbeitet. So ein funktionales Gebäu, das werden wir dann später erklären. Was möchten wir dann gerne sehen? Ein funktional Gebäu. Das Zuchtziel Fruchtbarkeit, Gesundheit und Vitalität. Ja, natürlich am liebsten frei von erblichen Gebrechen.
Fruchtbarkeit. Hengste sollten über einen anatomisch normalen Geschlechtsapparat und seine akzeptable Spermaproduktion verfügen. Und Stuten sollten leicht tragend werden und ihre Fohlen ohne Komplikationen zur Welt bringen. Vitalität. Friesenpferde sollten über eine gute Gesundheit verfügen. Für Langlebigkeit sollte das Pferd ein gutes Skelett haben, sowie über qualitativ gute Muskeln, Sehnen und Bänder verfügen. Werde ich später mal erklären. Das Zuchtziel von Rassenmerkmalen, ein Pferd, das durch seine imponierende Front, üppigen Behang, Schweizer Farbe, den runden Formen und erhabene Gänge eine elegante Erscheinung mit viel Ausstrahlung ist. Und der Zuchtziel für den Bau, das Friesenpferd ist harmonisch, funktional und aufwärts gebaut. Das Pferd ist athletisch und hat eine gute Bemuskelung. Das Pferd steht in Rechteckformat, wobei das Verhältnis von Vor-, Mittel- und Hinterhand 1:1:1 ist. Und das Zuchtziel von Beinwerk, allgemein, Vorder- und Hinterbeinen haben einen korrekten Stand und sind korrekt gestellt. Die Gelenke sind hart und trocken. Die Vorderbeine sind von vorn und von der Seite lotrecht platziert. Die Unterarme und das Röhrbein sind lang. Die Hinterbeine, das Hinterbein hat von der Seite gesehen eine optimale Winkelung. Das Sprunggelenk ist hart, trocken und gut ausgebildet. Die Hinterbeine sind von hinten gesehen parallel gestellt. Die Fessel und Fesselbein. Die Fesseln sind von der Seite gesehen oval und trocken. Die Fesselbeine haben ausreichend Länge und einen optimalen Stand. Die Hufe sind groß und gut geformt und beidseitig gleich. Dann haben wir das Zuchtziel für Sportanlage, ein vielseitiges Gebrauchspferd, das möchten wir gerne sehen. Über ein gutes Bewegungsmechanismus, funktionales Exterieur, Ausdauer, Arbeitseifer und zuverlässigen mitarbeitenden Charakter. Das Zuchtziel betreffend den Einsatz des Friesenpferdes im Sport ist es, dass das Pferd auf Basis Subtop-Niveau wettbewerbungsfähig ist und über die Kapazitäten verfügt, sich bis auf das höchste Niveau wieder entwickeln zu können. Die Disziplinen sind dann Dressur, Dressurfahren von der Kutsche, kombinierte Fahrsport und sonstige Fahrsport. Ein Bewegen im Allgemeinen ist natürlich immer taktmäßig. Das Pferd bewegt sich tragend aus der Hinterhand mit viel Balance und aufwärts gerichteten Rumpf. Sie verfügen über viel Körpereinsatz und einem guten Vermögen für flüssige Übergänge in den verschiedenen Gangarten und Tempi. Das Zuchtziel von Charakter, Zuverlässigkeit. Das Friesenpferd ist wesensfest, einfach im Umgang und ehrlich. Mitarbeit, das Friesenpferd ist intelligent und hat einen mitarbeitenden Charakter, wodurch sich das Pferd leicht trainieren lässt. Das Friesenpferd verfügt über Durchhaltungsvermögen und Einsatzwillen. Jetzt gehen wir über die feste Reihenfolge der Begutachtung. Am ersten gucken wir nach Kondition, Gesundheit und Charakter. Das ist der allgemeine Eindruck. Wenn ein Pferd in Bahn kommt, dann sieht man direkt, wie ist der Kondition, ist er gesund und hat er einen mitarbeitenden Charakter. Dann gucken wir nach Rassentyp, Bau, Beinwerk und Bewegungen. Und dann alles zusammen den allgemeinen Eindruck. Gehen wir nach der festen Reihenfolge der Begutachtung, der Kondition, Gesundheit und Charakter. Nou, hier sieht man ein Pferd, die sieht gesund aus, hat einen glänzenden Haut
und sieht auch mitarbeitend aus. Die äußerlichen Kennzeichen von Gesundheit steht in guter Kondition, hat glänzendes Fell, ist munter, hustet nicht, hat keine Nasen- oder Augenausschluss und hat keinen Durchfall. Und natürlich kann ein Pferd krank werden, wenn der ankommt, und dann muss man mal überlegen, nehme ich das Pferd mit jetzt oder nicht. Gesundheit nicht direkt wahrnehmbar ist Temperatur, die muss dann ungefähr zwischen 37,5 und 38,2 sein. Ist die Atmung normal, 8 bis 14 Mal pro Minute. Herzschlag, 28 bis 40. Der Magen, ist das gut? Schleimhaut oder keine dicken Lymphknoten und Feuchtigkeitsaushalt. Dann gehen wir nach der Anatomie des Pferdes. Ja, warum ist das wichtig? Wir müssen dann ein bisschen wie ein Röntgen durch ein Pferd gucken. Das ist das Skelett und das ist wichtig für alle Sport und alle Möglichkeiten in Bewegung. Aufteilung des Exterieurs, das kann man natürlich zu Hause nochmal nachgucken. Das gehen wir nicht alles behandeln. Da steht hier alles dabei. Alle Unterteile kann man dann ruhig zu Hause nochmal nachgucken. Dann sehen wir das Skelett. Das Skelett ist von außen dus nicht sichtbar und mit die beurteilende Person in der Lage sein, ein Pferd mit sogenannten Röntgen außen zu beachten. Dann ist es gut, dass man genau weiß, wie das aussieht, das Skelett. Das Skelett verfeilt dem Pferd Festigkeit. Ist die Befestigungsstelle für Muskeln und Sehnen, schützt die Organe und das Knochenmark. Kümmert sich um die Produktion der Blutzellen. Hier sieht man ganz genau alle Unterteile. Und kann man auch das Vergleich sehen zwischen einem Mensch und einem Pferd. Und dann ist wichtig zu sehen, dass zum Beispiel ein Pferd eigentlich auf der Mittelfinger steht. Und dass der Höhe von Knie und Hüfte etwas anderes ist als bei Mensch. Die Wirbel. Die Halswirbel sind sehr beweglich, da sie keine Quer- und Dornfortsätze ausweisen. Zwischen den Lendenwirbeln ist weniger Bewegung möglich. Der Widerrist. Die großen. Oh nein, Entschuldigung. Die Wirbel, wir haben 7 Halswirbel, 18 Brustwirbel, 6 Lendenwirbel, 5 Kreuzwirbel und 18 Schwanzwirbel. Und die Beweglichkeit, habe ich schon gesagt, von Hals ist viel und am Lenden weniger. Und hier sieht man von oben die Facettgelenke und hier am linken Seite ein Foto von dem Übergang von Hals nach Widerrist. Und dann an der anderen Seite sieht man von oben, dass die Übergang von Rücken nach das Kreuzbein von oben und die Schweifwirbeln. Dann sieht man hier die Rippen. Der Krümmung der Rippen ist vorzugsweise oval mit Platz für die Organe wie Lunge und Herz. So, das kann man sehen an der rechten Figur, dass das rund ist, sodass es genug Platz für die Lungen und Herz gibt. Die Vor- und Hinterbeine. Die Vorderbeine haben eine Stützfunktion und das Hinterbein hat eine Stützuntragefunktion und hat eine starke Beugung. Hier sieht man ein Beispiel vom ganzen Gelenke
Vorderbein und Hinterbein und kann man sehen, dass das sehr kompliziert Hinterbein ist. Hier sieht man den Hutknopf, den Oberschenkel, die Kniescheibe, das Schienbein und Sprunggelenk. Hier sieht man den Huf und auch die Strecksehne, die Zwischensehne und Anheizung, die oberflächliche Beugungssehne und die tiefe Beugsehne. Und sieht man auch, dass das Hufmechanismus, der Strahlbeinknorpel ist dann nötig für den Hufmechanismus. Was gut ist zu wissen, ist das Spann-Zehen-Mechanismus. Das bedeutet, dass die Bewegungen des Sprunggelenks und das Kniegelenk vollständig voneinander abhängig sind. Im Stehen kann ein Pferd ausruhen. Das Spann-Zehen-Mechanismus sieht man auch, dass die Achillessehne, Spannsehne und Kniescheibe, dass das alles miteinander in Bewegung kommt. Dann haben wir die Muskulatur des Pferdes. Man sieht, dass es sehr große Muskeln gibt und was kleinere Muskeln. Und die Muskulierung ist sehr wichtig für die Flüssigkeit, die Bewegungen. Auch hier sieht man wieder alle Namen von allen Muskeln und das ist etwas, um zu Hause noch nachzugucken. Und hier sieht man den Unterschied zwischen einem Pferd mit einer armen Bemuskelung und einem Pferd mit einer reicheren Bemuskelung. So sieht man an linker Seite, dass der Hals ist nicht so bemuskelt und dann auch der Übergang nach Widerrist ist weniger bemuskelt und auch der Rücken ist arm bemuskelt und auch der Übergang nach Lenden und Kruppe ist nicht schön bemuskelt. An der rechten Seite sieht man, dass das fließende Übergänge gibt und runder. Die feste Reihenfolge der Begutachtung haben wir natürlich Kondition, Gesundheit, Charakter und dann Rassentyp. Beurteilung des Rassentyps. Das Zuchtziel ist, ein Pferd durch den imponierenden Front, üppigen Behang, schwarze Farbe, elegante Linien und erhabene Gänge eine elegante Erscheinung mit viel Ausstrahlung ist. Dass wir denken, dass die Ausstrahlung dass das doch das Wichtigste von Rassentyp ist, dass so viele Leute ein Friesenpferd haben möchten. Und hier sieht man dann ein Beispiel von Eleganz, schöner Behang und langer Behang und eine sehr schöne Ausstrahlung. Und die Unterteilen von Rassentyp sind Kopf natürlich, Front, das ist die Kopf-Hals-Verbindung, die Halslänge, Halsstand, Halsform und Mähnenkamm. Dann hat man Behang natürlich, die Farbe und elegante, runde Linien. Was sehen wir dann gerne bei einem Kopf? Ein kleiner, sprechender und edler Kopf, einen großen Auge und weit auseinander. Das Nasenbein hat von der Seite betrachtet ein leicht konkaves Profil. Die Kinnladen sind leicht und die Ohren sind klein und neigen leicht zueinander. Und eine lange Maulspalte. So, alles zusammen, Ohren, Augen, Nosebein und die Ausdruck in die Augen muss groß und klar sein. Der Kopf. Ein kleiner, sprechender Kopf sehen wir am liebsten. Das ist das Edelste. Die Augen groß, das Nasenbein hat von der Seite ein leicht konkaves Profil, Kinnladen sind leicht und lange Mautspeile. Jetzt sehen wir zwei Beispiele. Am linken Seite sieht man, dass die Ausstrahlung weniger ist, weil der Nosebein ist nicht so schön lang
und recht. Und auch das Genick, der Kopf-Hals-Verbindung ist etwas nicht so schön. Und dann im Hals ist es was schwer. Und sehen wir gerne ein bisschen mehr gewölbtes Hals. An rechter Seite sieht man einen schönen Kopf, ein klares Auge und auch eine leichte Kopf-Hals-Verbindung. Das sehen wir am liebsten. Weniger erwünscht ist ein langer oder großer Kopf. Das sieht man an rechter Seite. Kleine Augen, so ein bisschen schläfrig. Große Ohren, ein aufgewölbtes Nasenbein, Unterbiss oder Überbiss, das ist das zu viel und nicht recht im Gebiss ist. Ein schwerer Kiefer sehen wir auch nicht gern, das sieht man hier, dass es sehr schwerer Kiefer ist und kurze Maulspalte. Auch wenig erwünscht ist, sieht man wieder ein anderes Pferd dabei. Kleinere Augen und weniger Ausstrahlung. Zuchtziel vom Front. Der Hals hat und das Genick sind lang und bilden zusammen eine leicht nach oben gebogene Linie. Die Halsrichtung ist vertikal. Der Mähnenkamm ist von hinten betrachtet gerade. So, man sieht gerne eine gebogene Linie der Hals. Das Front, die Kopf-Hals-Verbindung, die Halslänge, der Halsstand, die Halsform und der Mähnenkamm. Das alles zusammen gehört zu dem Front. Der Kopf-Hals-Verbindung gewünscht ist ein langes Genick. Das sieht man hier, das muss am wenigsten handbreit sein. Und Gnaschenfreiheit. Und nicht gewünscht ist eine schwere Kopf-Hals-Verbindung und geschwollene Gnaschen. Hier sieht man das Unterschied zwischen leicht und schwer. Leicht ist am linken Seite durchschnittlich in der Mitte und an rechts sieht man, dass das doch schwer ist. Auch im Halsansatz und auch weniger gebogen. Hier sieht man am linken Seite eine leichte Kopf-Hals-Verbindung. Sieht man auch schön ein langes Genick und ein gewölbter Hals. Und am rechten Seite sieht man deutlich eine schwere Kopf-Hals-Verbindung. Der Halslänge, der Hals am liebsten so lang möglich. Durchschnittlich sieht man am Mitten und kurz an der rechten Seite. Und warum ist das wichtig? Weil das natürlich dann einfacher zu bearbeiten ist. Der Halsstand, der sehen wir am liebsten vertikal, nicht zu vertikal, weil das dann schwer zu bearbeiten ist, aber schön vertikal. Normalerweise und horizontal sieht man an der rechten Seite. Das ist für Funktionalität natürlich kein Problem, aber für den Rassentyp von Friesen sehen wir am liebsten einen vertikalen Hals. Halsformen, die gewünschte Halsform sieht man am linken Seite. Ein Hirschhals ist, als wenn an der Unterseite die Entwicklung ist, im statt am Oberseite. Ein horizontaler Hals sieht man in der Mitte gerade. Und ein Schwanenhals, dann ist das höchste Punkt von Hals, ist zu weit weg. Das muss dann direkt nach Knie kommen und hier ist es zu weit und dann wird es auch wieder schwer zu bearbeiten. Halsformen, unerwünscht ist kurz, schwer, horizontal oder gerade, zu vertikal, geringe Bemuskelung, ein Unterhals, ein Hirschhals, Schwanenhals, zu tief aus der Brust, wenn das so sehr lange ist, ein Kipphals und ein falscher Knick. Hier sieht man unerwünscht auch wieder der falsche Knick. Und hier sieht man ein Pferd mit einem Unterhals. Noch kein Hirschhals, aber ist doch fast ein Unterhals. Hier sieht man ein Beispiel von horizontaler oder gerader Hals und an der rechten Seite vertikal, kurz und schwer.
Und dann sieht man auch, dass es echt zu schwer ist und dann ist es wieder nicht einfach abzubiegen. Hier sieht man auch einen zu vertikal gestellten Hals und dann sieht man auch, dass wenn das Pferd das so muss spannt, dass dann das auch Folgen hat zum Lasten der Rücknutzung. Ein Schwanenhals sieht man hier, dann sieht man, das höchste Punkt ist eigentlich zu weit im Hals. Und das ist ein Hirschhals und das ist echt wirklich sehr schwer zu bearbeiten und auch nicht schön zu sehen natürlich. Ein Kipphals ist ein instabiler Mähnenkamm, haben wir verschiedene Kategorien. Hier sieht man eine C-Linie. Und ein Beispiel für eine S-Linie, dann ist es eigentlich zweimal gekippt. Und das ist nicht gewünscht. Und wenn dann das echt schwer wird, dann wird es ein kippender Mähnenkamm. Und das sehen wir nicht gerne. Hier sieht man dann, was wir akzeptieren, eine C-Linie. Dann kann ein Pferd bei Aufnahme im Stammbuch doch noch eine erste Prämie bekommen, aber wird kein Kron. Von 3 bis 6 Jahren. Wenn er von 7 bis 10 Jahren ist, dann kann er maximal Kron werden. Und wenn er dann älter ist als 11 Jahre, dann sind er keine Auswirkungen mehr. Bei einer S-Linie, dann kann ein Pferd bei Aufnahme maximal eine zweite Prämie bekommen. Und wenn er 7 bis 10 ist, maximal Stern erste Prämie. Und wenn er 11 Jahre und älter ist, kann er doch maximal Kron werden. Wenn es ein Kipphals ist, wird das Pferd nicht aufgenommen, wenn er 3 bis 6 Jahre alt ist. Wenn er 7 bis 10 ist, dann kann er maximal Stammbuchaufnahme, aber kann keine Prämie bekommen, kein Stern werden. Und wenn er 11 Jahre und älter ist, dann ist er auch maximal Stammbuchaufnahme. So, das ist wichtig zu wissen. Das Zuchtziel vom Behang, das Friesenpferd hat einen üppigen Behang von Mähne, Schweif und Kötenbehang. Mähne, Schweif und Köten, voll, dick und lang, das ist, was wir am liebsten sehen. Und der Farbe muss tief schwarz sein, Farbe im Idealfall keine Abzeichen. Hier sieht man links tief schwarz und am rechts fahl schwarz. Es ist natürlich nur ein Merkmal vom Rassentyp aus. So, es ist nicht so, wenn ein Pferd fahl schwarz ist, dass es dann sehr streng beobachtet wird. Natürlich sehen wir am liebsten ein schwarzes Pferd, aber es ist nur ein Unterteil vom Rassentyp. Und das ist natürlich keine Reden, um nicht zu kommen. Und auch wenn man arbeitet mit einem Pferd, ist er natürlich schneller ein bisschen braun. Aber arbeiten ist besser als nicht arbeiten. So, wir sind nicht so streng damit. Hier sieht man auch ein Pferd, das ein bisschen brauner ist. Hier sieht man dann etwas eine Fuchsfarbe. Das ist natürlich unerwünscht. Die Abzeichen, das ist eine Gruppierung von weißen Haaren. Erlaubt sind die Abzeichen am Kopf, nur oberhalb der Augenlinie, höchstens 3 cm Größe und weiß in der Hufsohle. Das ist erlaubt. Nicht erlaubt, das sind dann Abzeichen am Kopf größer als 3 cm. Abzeichen am Kopf unterhalb der Augenlinie, Abzeichen am Körper, Abzeichen an den Beinen inklusive der Hufwand. Sieht man am Foto, dass es da viele weiße Haare gibt. Und das bedeutet keine Aufnahme und keine Prämierung. Hier sieht man auch ein Foto von weißen Haaren am Flank und das ist zu viel. Keine Aufnahme, keine Prämierung. Auch nicht erlaubt, das ist diesen
Foto, dann sieht man auch, dass es zu viele weiße Haare gibt. Und auch am Flank sieht man das. Natürlich kann es sein, dass ein Pferd weiße Haare hat. Wenn er dann einen Unfall gehabt hat, dann ist es wichtig, dass man das dokumentiert, am Moment, dass das Unfall geschieht. Sodass man immer, wenn er das Pferd vorgestellt wird zur Aufnahme, dass man dann das dokumentiert hat vom Tierarzt. Hier sieht man ein Beispiel vom nicht erlaubt. Das ist ein zu großes Abzeichen am Kopf. Mehr als 3 cm im Durchmesser. Abzeichnen bei Hengsten. Stelle und Größe, weiß im Genitalapparat, ist nicht so schlimm. Grad des Auftretens von Abzeichen im Stammbaum. Ausgewöhnliche Hengstqualitäten zum Ausgleich. So, es kann natürlich sein, dass ein Pferd sehr gute andere Qualitäten hat. Aber im Allgemeinen ist es dasselbe als mit den anderen Pferden. Elegante Linien. Ja, das ist runde Linien und fließende Formen. Und das kann man natürlich auch ein bisschen erreichen durch gute Arbeit und gute Ernährung. Weil die Muskulierung wird dann schöner. So, es ist immer wichtig, ein Pferd am schönsten vorzubereiten zum Aufnahme vom Stammbuch. Weniger erwünscht sind gerade Linien und eckige Linien. Ja, das Beispiel, was man hier sieht, sind schöne, runde Linien und fließende Übergänge. An linker Seite sehen wir ein Pferd mit wenig Rasseausstrahlung. Das kann man sehen, weil der Kopf nicht so schön ist, der Hals ein bisschen horizontal, wenig Behang. Und dann sieht man direkt, ja, das vielleicht könnte das auch ein anderes Pferd sein. Am rechten Seite sieht man ein Pferd mit viel Behang und mehr Ausstrahlung und auch mehr Genick und gewölbter Hals. Das war der erste Modul. Wir gehen nächste Woche behandeln wir Beurteilung des Baus. Ich danke Ihnen für die Andacht und einen schönen Abend noch.